Und jetzt Marktcheck rechnet nach mit Barbara Sternberger Frei. Unser Thema heute: Online bezahlen. Einkaufen im Internet geht schnell, einfach und kontaktlos. Und mit PayPal, Klarna und Co. zahlt man bequem. Aber was ist, wenn es Probleme gibt? Die Fallstricke beim Online-Bezahlen, unsere Expertin weiß Bescheid. Schönen guten Abend, Frau Sternberger Frei. Schönen guten Abend. Bitte vollenden Sie doch mal den folgenden Satz. Online-Shopping könnte so einfach sein, wenn nicht die Stolperfallen bei der Zahlungsabwicklung wären. Ich habe ja häufig Zahlungsdienstleister dazwischen geschaltet. Das soll bequem sein, kann es auch sein. Aber wenn dann Probleme auftauchen, dann habe ich unter Umständen nicht nur mit meinem Händler zu tun, sondern mit denen auch noch. Und dann fängt es an, lästig zu werden. Dann hat man zwei Ansprechpartner. Dann hat man zwei Ansprechpartner und vielleicht auch eine Menge Probleme. Ja, da lauern tatsächlich einige Hürden, wie wir gleich sehen werden. Ja, wenn man auf Rechnung zahlt, dann ist man auf der sicheren Seite. Das denkt man, doch auch da können Probleme entstehen, und zwar mit dem Zahlungsdienstleister. Schuhe online bestellen. Anke Barber aus Meisenheim bei Bad Kreuznach macht das häufiger. Weil sie auch schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, shoppt sie lieber auf Rechnung. Ich habe ein Paket bestellt, habe es dann wieder zurückgeschickt, weil es mir nicht gefallen hat. Und musste dann ein halbes Jahr auf mein Geld warten. Und deswegen kaufe ich jetzt lieber auf Rechnung ein. So auch bei einem Kauf Anfang des Jahres. Anke Barber ist gerade auf Facebook. Da ploppt eine Werbung auf. Für grüne Sommerschuhe. Sie gefallen Anke Barber. Sofort schlägt sie zu. Auf Rechnung über Klarna. Der schwedische Online-Bezahldienst Klarna ist der bekannteste Anbieter für Bezahlen auf Rechnung. Klarna übernimmt die Abwicklung der Zahlung zwischen Käufer und Online-Shop. Kauft ein Kunde über Klarna etwas auf Rechnung, muss er erst 14 Tage nach Erhalt der Ware bezahlen. Das Problem bei der Bestellung von Anke Barber: die grünen Schuhe kommen erst nach 4 Monaten an. Da ist der Sommer schon vorbei. Sie lässt die Schuhe wieder zurückgehen. Also ich habe das Paket Annahme verweigert, da ich die Schuhe schon Anfang des Jahres bestellt habe. Und die kamen jetzt Ende September. Und Ende September brauche ich keine Sommerschuhe mehr. Damit ist der Fall für sie erledigt. Doch ein paar Wochen später flattert plötzlich ein Brief einer Inkassofirma ins Haus, beauftragt von Klarna. Sie habe die Rechnung für die grünen Schuhe nicht beglichen. Nun soll sie zusätzlich auch noch Überziehungszinsen und Inkassogebühren zahlen. Für Schuhe, die sie gar nicht angenommen hatte. Natürlich war ich geschockt, ich war auch stinksauer, dass die das nicht akzeptiert haben, dass ich das zurückgeschickt habe. Anscheinend ist es unterwegs verloren gegangen, keine Ahnung. Und das hat mich, also ich war geschockt, weil das kriegt man ja nicht jeden Tag, Inkassoschreiben. Anke Barber wendet sich an die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Nicole Schlegel hat regelmäßig ähnliche Klarna-Fälle auf dem Schreibtisch. Grundsätzlich kann man sagen, dass wenn der Verbraucher keine Ware erhalten hat, dann ist er auch nicht zur Zahlung verpflichtet. Und gleichzeitig sollte man sagen, dass der Verbraucher das aber dann auch immer gegenüber dem Verkäufer und gegenüber hier dann Klarna als Zahlungsdienstleister klar kommunizieren sollte, dass er hier die Ware nicht haben möchte. Allerdings hat man hier festgestellt, dass es immer wieder Probleme gibt in der Kommunikation zwischen Kunden, Händlern und Klarna. Auf Nachfrage schreibt uns Klarna: Wir haben den Anspruch, uns stetig zur Zufriedenheit unserer KundInnen zu verbessern und stehen dafür im Dialog mit den Verbraucherschutzzentralen. Bei Anke Barber musste die Verbraucherzentrale deutlich werden. Da war es tatsächlich so, dass wir dann gegenüber dem Inkassobüro und gegenüber hier Klarna noch mal den Sachverhalt detailliert aufgeklärt haben und auch noch mal ausdrücklich den Widerruf erklärt haben. Die Verbraucherzentralen kritisieren Klarna schon seit Längerem, weil es immer wieder zu Schwierigkeiten bei der Zahlungsabwicklung komme. Seit die Verbraucherzentrale sich eingeschaltet hat, hat Anke Barber nichts mehr vom Inkassounternehmen gehört. Klarna bestätigt uns, dass der Fall beigelegt sei. Also für mich ist halt die Lehre, dass ich halt über Klarna nichts mehr bestelle, da ich halt die schlechten Erfahrungen halt mit denen gemacht habe. Zahlen über Bezahldienste. Auf den ersten Blick eine bequeme Sache.
Doch wenn es zu Problemen kommt, kann es schnell kompliziert werden. Frau Sternberger-Frey, es kann doch nicht mein Job sein, dass ich dem Bezahldienstleister Bescheid sage, dass ich die Ware nicht angenommen habe. Das muss doch eigentlich die Aufgabe des Händlers sein, dass der denen sagt, die Forderung besteht nicht mehr gegen mich, oder? Im Prinzip ist das auch so. Das müsste der Händler machen. Aber manchmal macht er es nicht oder zu spät. Da gibt es Kommunikationsprobleme. Und was viele eben nicht wissen, sie klicken an, sie kaufen auf Rechnung über Klarna. In dem Fall tritt der Händler aber seine Forderung an Klarna ab. Und Klarna versucht sich bei mir, das Geld zurückzuholen. Wenn die nicht wissen, dass die Ware nicht gekommen oder zurückgegangen ist, dann versuchen die, mich zur Kasse zu bitten. Und dann habe ich als Käufer das Problem, weil mir ist oft gar nicht bewusst, ich habe da noch einen dritten mit drin. Ich habe eben nicht nur die Beziehung zu meinem Online-Händler, sondern ich habe auch noch einen Vertrag mit Klarna. Und dann muss ich denen eventuell kommunizieren, dass ich die Ware wirklich nicht erhalten oder zurückgesendet habe. Da muss ich mich direkt an diesen Zahlungsdienstleister wenden. Und das ist ja oft gar nicht so einfach. Also man hat dann eben nicht mehr den Händler als Ansprechpartner mit seinen ganzen Kontaktdaten, sondern die, ne? Man hat die dann, und das Problem, das finde ich auch sehr ärgerlich, auf die Mails, die Klarna schreibt, kann ich hoffentlich nicht direkt antworten. Das ist dann technisch nicht möglich, weil das so ein Sammeldienst ist. Und dann werde ich verwiesen auf die Homepage oder auf die App. Und wenn ich die nicht habe oder nicht nutzen will, dann muss ich auch noch suchen, wer ist eigentlich mein Ansprechpartner. Das ist sehr ärgerlich und sehr lästig. Das nervt mich, ja. Was auch oft geschildert wird, dass Kunden an Klarna überweisen. Der Betrag wird aber dann zurückgebucht und dann bekommen die Kunden eine Mahnung. Und der wird zurückgebucht, offenbar weil die irgendwie im Betreff angegeben haben, nicht nur die Bestellnummer oder die Vorgangsnummer, sondern auch ihre Kundennummer oder ihren Namen. Also Dinge, die jetzt eigentlich sinnvoll sind, dass man die da noch mit reinschreibt. Aber das scheint dann irgendwie schwierig zu sein für diesen Automatismus? Ja, das ist eine automatische Abwicklung. Die überprüfen ganz automatisch, ob der Zahlungseingang drin ist. Und das System erkennt nur die Verwendungszwecknummer. Wenn da irgendwas anderes drin ist oder ein Dreher im Verwendungszweck drin ist, Zahlendreher oder sowas, dann erkennt das System es nicht und dann wird es rausgeschmissen als nicht bezahlt. Und dann habe ich wieder als Kunde das Problem, denen klarzumachen, nee Leute, ich habe gezahlt, ich habe eine Zusatzinformation reingeschrieben oder waren Zahlendreher drin und all sowas. Ist auch sehr, sehr ärgerlich. Ich kriege es geregelt, aber manchmal mit sehr viel Aufwand. Ja, und zwischendurch habe ich die Mahnungen und unter anderem Mahngebühren und all sowas. Weil man das bei kleineren Beträgen vielleicht auch nicht sofort bemerkt, dass das zurückgebucht wurde. Man hat einen Haken dran gemacht, gedanklich, und dann kommt das Thema doch wieder auf den Tisch. Ja, wie man wirklich sicher bezahlen kann, ohne diesen Ärger, darüber sprechen wir gleich. Wir haben ja auch noch den berühmten Käuferschutz, mit dem Online-Bezahldienste wie zum Beispiel auch PayPal werben. Doch auch dazu bekommen wir oft Rückmeldungen von Zuschauern, bei denen es ein paar, ja, ich sag mal so, Schwierigkeiten gab. Thomas Schubert aus Adenau ist begeisterter Hobbymusiker, auch wenn er wegen einer Handverletzung gerade nicht wirklich Gitarre spielen kann. Umso mehr Zeit verbringt er mit seiner CD-Sammlung, stöbert auch immer wieder auf eBay nach CDs. Bei eBay ist es oft so, dass man Raritäten bekommt, Sammlerstücke, die sonst halt sehr schwer zu bekommen sind. Im August ersteigert er 10 CDs für rund 100 Euro von einem Verkäufer aus Russland. Bei dem Sammelkauf will er sich deshalb besonders absichern. Ich habe die CDs bewusst mit PayPal bezahlt. Ich bin davon ausgegangen, dass ich hier den PayPal-Käuferschutz habe als Sicherheit und zusätzlich den eBay-Käuferschutz. Und eigentlich dachte ich, somit sogar doppelt abgesichert zu sein. In den nächsten Wochen schaut Thomas Schubert immer wieder nach der Post. Doch das Paket mit den CDs kommt nicht. Und der Verkäufer ist nicht mehr zu erreichen. Thomas Schubert ruft den eBay-Kundenservice an. Dort sagt man ihm, er solle für eine CD einen Käuferschutzfall eröffnen. Er bekäme dann für alle CDs das Geld zurück. Tatsächlich. Kurz darauf ist Geld auf seinem Konto, aber nur für eine CD, nicht für die ganze Sammelbestellung. Statt 100 Euro gerade mal 6 Euro. Das war genau das, was ich eigentlich verhindern wollte, und deswegen habe ich mich wirklich geärgert. Als er bei eBay reklamiert, heißt es, inzwischen sei die Frist für den Käuferschutz für die restlichen CDs abgelaufen. Doch zum Glück ist er ja doppelt abgesichert, denkt er. Nun will er den PayPal-Käuferschutz beanspruchen. Doch PayPal teilt ihm mit, weil er bereits einen Teilbetrag von eBay erstattet bekommen habe, könne er den PayPal-Schutz nun nicht mehr in Anspruch nehmen. Das Verrückte an der Geschichte ist, sowohl eBay als auch PayPal geben mir am Telefon recht, dass ich eigentlich
eine Erstattung des Betrages beanspruchen dürfen sollte. Aber die Systeme sehen es nicht vor, dass dieser Käuferschutz jetzt noch in der Tat umgesetzt werden kann. Und das ist meiner Meinung nach einfach nicht in Ordnung. Viele Nutzer wissen nicht, dass der PayPal-Käuferschutz grundsätzlich nicht greift, wenn der Fall bereits andernorts gemeldet wurde. Auch die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz sagt, der Käuferschutz sei ein freiwilliges Angebot der Bezahldienste, für das strenge Bedingungen gelten. Für Verbraucher gäbe es aber auch noch andere Möglichkeiten. In den Fällen, in denen der Käuferschutz nicht eingreift, haben Verbraucher aber prinzipiell trotzdem ihre gesetzlichen Ansprüche, wenn hier ein Kaufvertrag geschlossen wurde, der eben durch Seiten des Verkäufers nicht erfüllt wurde, weil die Ware eben nicht geliefert wurde, dann steht ihm natürlich auch ein Kaufpreisrückzahlungsanspruch gegen den Verkäufer zu, den er aber notfalls gerichtlich geltend machen müsste. Der Rechtsweg ist Thomas Schubert zu aufwendig, zumal der Verkäufer in seinem Fall in Russland sitzt. Er hat die 94 Euro inzwischen abgeschrieben. Update. eBay hat sich inzwischen bei uns gemeldet. Man schreibt uns, der Kundenservice hätte eingreifen können. Ein Versäumnis dieser Art sollte nicht passieren. Und Thomas Schubert bekommt sein Geld zurück. Das ist schon mal schön in dem Fall. Aber es zeigt ja auch, dieser Käuferschutz, der schützt nicht immer. Was halten Sie von diesem Programm, Frau Sternberger, frei? Ja, manchmal läuft's gut, aber oft hält der Schutz eben nicht, was er verspricht. Es sind viel zu viele Stolperfallen hier drin, auch viel zu viele Bedingungen daran geknüpft. Eine zum Beispiel ist eine relativ kurze Frist. Oft gilt der Käuferschutz nur 180 Tage ab Bestellvorgang. Wenn sich dann da was länger verzögert und so weiter, greift er nicht. Dann gibt's wieder Fälle, wenn die Ware, wie in dem Fall, nicht komplett geliefert worden ist oder wenn es auf dem Versandweg verloren gegangen ist oder all solche Sachen, greift der Käuferschutz auch nicht immer, weil sich der Zahlungsdienstleister vom Händler oftmals nur nachweisen lässt, dass die Ware abgesandt worden ist und nicht das Risiko der Lieferung trägt, obwohl das der Händler eigentlich tragen muss. Und so gibt es eine ganze Reihe, für manche Dienstleistungen und Waren gilt es überhaupt nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Problemen, da muss man reinschauen, ob er denn überhaupt greift. Hier war es offenbar ein betrügerischer Händler. Also, das heißt, so ein Zahlungsdienstleister ist auch nicht unbedingt ein Indiz für einen seriösen Online-Händler. Nee, ist er auf gar keinen Fall. Okay. Also den Händler muss ich schon selbst überprüfen. Ja, aber die wichtigste Frage, auf die wir jetzt, glaube ich, alle gespannt warten. Wie mache ich es denn richtig, dass ich wirklich sicher bin beim Online-Bezahlen? Was empfehlen Sie? Also wenn ich kann, dann sollte ich Kauf auf Rechnung beim Händler. Nirgendwo beim Zahlungsdienstleister, sondern beim Händler Kauf auf Rechnung machen. Wenn der das nicht anbietet, kann ich mit Kreditkarte zahlen. Seit Jahresbeginn haben wir da auch einige verschärfte, dieses 2-Secure-Verfahren und so weiter ist besser. Oder ich räume dem Händler, aber auch nur dem Händler, die Lastschriftmöglichkeit auf mein Konto ein. Diese beiden Möglichkeiten, wenn Rechnung nicht geht, die sind für mich als Kunde gut, weil dann kann ich mir das Geld zurückholen ohne großen Aufwand, wenn es nicht klappt mit der Lieferung. Bei allen anderen Varianten würde ich sagen, nee, mache ich lieber nicht. Also bei Kreditkarte, wenn die Ware nicht kommt, buche ich das zurück. Bei Lastschrift kann ich das auch. Bei der Überweisung, das ist vielen nicht klar. Kann ich das ja nicht. Das nicht, nein. Das ist überwiesen und dann ist es weg. Überwiesen und dann ist es weg. Also ich lasse lieber abbuchen bei mir. Ich lasse lieber abbuchen. Aber eben nur von dem Händler. Nur vom Händler, ja. Das heißt, diese ganzen Oldschool-Bezahlverfahren, sage ich jetzt mal, die sind dann sicherer. Die sind sicherer. Oder was ich natürlich auch machen kann, aber das ist teurer, ich kaufe per Nachname. Dann habe ich natürlich noch die Nachnahmegebühr mit dazu, will ich oftmals nicht. Aber wäre auch noch eine sichere Möglichkeit, ja. Und wenn jetzt ein Händler all das nicht anbietet, dann? Dann würde ich sagen, ich kaufe dann nicht. Ja. Oder ganz besonders, es gibt so Händler, anfangs haben sie einen ganzen Katalog von Zahlungsmöglichkeiten, die schrumpfen im Bestellvorgang immer weiter zusammen, bis nur noch eine bleibt. Da wäre ich immer hellhörig. Sowas machen Fake-Shops gerne oder so. Also das würde ich auch nicht machen. Und bitte nicht per Vorkasse. Und auch andere Zahlverfahren, Sofortüberweisung oder sowas würde ich nicht machen. Erstens, ich gebe mein Geld aus der Hand und zweitens gibt es auch noch andere Probleme damit. Okay, Frau Sternberger-Frey, ich danke Ihnen, dass Sie uns hier rechtzeitig noch im Weihnachtsgeschäft aufgeklärt haben. Das wird uns hoffentlich einige unangenehme Überraschungen ersparen. Ja, bei PayPal gibt es ja auch die Zahlungsweise Freunde und Familie, haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, kann man ja auch machen. Aber manche Verkäufer schlagen das dann vor, weil sie sonst Gebühren zahlen müssen. Und das sollte man bei vor allem größeren Beträgen auf gar keinen Fall machen, denn da hat man nämlich dann gar keine Sicherheit. Online haben wir Tipps, was Sie alternativ vorschlagen können in so einem Fall und noch mehr Wichtiges zum Thema Online bezahlen.
Und wenn ihr jetzt noch mehr Videos von uns sehen möchtet, schaut doch mal hier. Und zur ganzen Sendung geht es da.